Ich habe schon angedroht, Vektoren können auch ein bisschen abstrakter werden. Wir gucken jetzt mal ein paar abstraktere Vektoren an. Und zwar folgende Menge an Funktionen. Alle Polynome maximal vierten Grades. Was wäre ein Beispiel? Was ist ein Polynom vierten Grades? Sagen Sie mal ein Beispiel. Genau, sowas zum Beispiel. X hoch 4 plus x hoch 3 plus x hoch 2. Oder mein Favorit, x hoch 4 minus 42. Ich schreibe ausdrücklich alle Polynome maximal vierten Grads. Ich möchte auch sowas haben wie x hoch 3 plus 13 und ich möchte auch sowas haben wie x minus Wurzel 2 und ich möchte auch was haben wie Pi. Kommt gar kein x vor. Nullten Grades. Ich möchte auch sowas haben wie das Polynom, was die ganze Zeit Null ist, das Nullpolynom. All die zusammengenommen, alle, die sich da vorstellen können. So und so viel mal x hoch 4 plus so und so viel mal x hoch 3 plus eine Konstante. Frage. Das ist ein Vektorraum. Wie viele Dimensionen hat dieser Vektorraum? Überlegen Sie sich mal gerade. Wie viele Dimensionen hat diese Menge als Vektorraum? Wie viele Basisvektoren brauche ich, um alle von denen zu bilden? Wesentliche Geschichte, wenn es um Dimensionen geht. Bei zwei Dimensionen, die Ebene zum Beispiel, malen Sie zwei Vektoren auf und können alle Vektoren mit den beiden malen, typischerweise. Wie viele Basisvektoren brauche ich hier? Wie viele Elemente muss eine Basis haben? Das überlegen Sie sich. Ich schreibe mal, damit es besser zu erkennen ist, so ein Polynom hin. Sagen wir mal 3 mal x hoch 4 minus 7 mal x hoch 3 plus Wurzel 2 mal x Quadrat minus 1,5 mal x plus Pi. Das wäre so ein Polynom maximal vierten Grades. Ich schreibe mal zum Vergleich dazu, was man mit Vektoren machen könnte. Sagen wir mal, mit den Vektoren, wie Sie sie kennen aus der Physik. 7 mal 1, 2, 3 minus 5 mal 4, 5, 6 plus 42 mal 0 minus 1, 2. Ich hoffe, dass Sie jetzt Analogien erkennen können zwischen den üblichen pfeilmäßigen Vektoren und so einem Polynom. Wie viele Dimensionen hat die Menge, der Raum dann von solchen Polynomen, maximal vierten Grades, ordentlich 4. Genau, also dieses x hoch 4, das sieht doch so aus wie der hier, dieses x hoch 3 sieht so aus wie der hier und so weiter. Die Polynome hier, diese Monome, die sehen doch sehr handlich aus für eine Basis. Und dann scheine ich Vielfache davon zu bilden und die kann ich addieren und subtrahieren. Also in dem Raum sind meine Vektoren Polynome. Polynome kann ich addieren, ich kann sie mit Zahlen multiplizieren. Und als Basis eignet sich offensichtlich folgendes, Basis zum Beispiel folgende Menge. Ich schreibe das jetzt mal mathematisch nicht ganz so sauber hin, ich müsste es mit Abbildung schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal x hoch 4, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0, 5. Es ist fünfdimensional. Den muss ich auch bilden können. Wenn Sie diese Polynome nehmen und mischen in beliebigen Anteilen, kriegen Sie alle Polynome, die so aussehen, maximal vierten Grades. Wenn Sie eins dritten Grades brauchen, nehmen Sie 0 mal x hoch 4. Das ist analog zu den normalen Pfeilvektoren. Ich weiß, dass das abstrakt und überraschend ist, aber es ist extrem hilfreich. Ob man nun Signalverarbeitung macht oder Relativitätstheorie, was auch immer, diese Idee von der Verallgemeinerung des Vektorbegriffs ist total hilfreich in der Mathematik. Polynome sind dann plötzlich sowas wie Vektoren. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Wenn Sie zwei Polynome haben, x² plus 13x, das eine Polynom und das andere Polynom von mir aus x hoch 3 minus 2x², plus x, zwei Polynome, dann können Sie die addieren und kriegen wieder ein Polynom. Das macht x hoch 3 plus x Quadrat, ups, falsch, wir sehen, ich hätte es auch nicht miteinander schreiben sollen, Vorsicht, x hoch 3 kriege ich raus,
x² minus 2x² macht also minus x² plus 13x plus x sind plus 14x, wieder ein Polynom. Ich kann die Summe zweier Polynome bilden. Und ich kann natürlich auch das Vielfache eines Polynoms bilden. 3 mal das Polynom x² plus 13x ist wieder ein Polynom, nämlich banal 3x² plus 39x. Das Vielfache eines Polynoms, zwei Polynome addieren, das ist doch genau, was ich von Vektoren will. Vektoren möchte ich multiplizieren können mit Zahlen und addieren können. Mit den üblichen Rechenregeln. Und natürlich gelten für die Polynome auch die üblichen Rechenregeln an der Stelle. Das ist ja trivial, wie man in der Mathematik sagt. Da geht nichts schief, da kann nichts schief gehen an dieser Stelle. Also sind in der Mathematik Polynome Vektoren. Stellen Sie sich aber bitte die nicht als Pfeil vor. Das geht schief, haben wir schon häufiger probiert, das geht schief. Stellen Sie sich diese Vektoren, Anführungszeichen, nicht als Pfeile vor, sondern eben eine abstrakte Geschichte, Addition klappt, Multiplikation mit Zahlen klappt. Und diese ganzen Zerlegungsgeschichten klappen eben auch. Ich kann mir überlegen, was denn eine Basis ist. Eine Basis für alle Polynome bis zum vierten Grade, zum Beispiel diese Polynome, 5 Stück. Was muss ich mir jetzt eigentlich noch für die Basis überlegen? Warum ist das wirklich eine Basis? Einerseits ist offensichtlich, ich kann alle Polynome bis zum vierten Grad aus den Vieren hier bilden. Das wird offensichtlich nicht schief gehen können. Was muss ich mir noch überlegen für eine Basis? Ja, also die erste Eigenschaft ist, ich muss alle daraus bilden können, alle Vektoren daraus bilden können. Offensichtlich, Sie mischen die in irgendwelchen Anteilen und kriegen alle Polynome bis zum maximal vierten Grad. Zweite Eigenschaft, das muss eindeutig sein. Es muss nicht mehrere Möglichkeiten geben. Oder anders formuliert, keiner von diesen 5 darf über sein. Wenn Sie feststellen, dass auch die hier reichen, dann ist es nur 4-dimensional. Oder wenn Sie feststellen, dass auch nur die 3 reichen, dann wäre es nur 3-dimensional. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ich brauche alle 5. Keiner ist übrig. Und wenn Sie sich das vorstellen, natürlich ist keiner übrig. Wenn Sie einen hiervon weglassen, da haben Sie plötzlich keinen konstanten Anteil mehr. Das wird ja wohl nicht funktionieren. Oder wenn Sie den weglassen, haben Sie plötzlich keinen linearen Anteil mehr. Offensichtlich kann ich keinen davon weglassen. Deshalb ist es 5-dimensional und nicht 4-dimensional und nicht 3 und nicht 2 und 1-dimensional. Im wahren Leben braucht man dann Basen, um besser rechnen zu können. Ich suche mir eine vernünftige Basis, um meine Vektoren handlich zu machen. Das sehen Sie in der Physik. So viel zu zeichnen, die Erde. Wenn ich hier sitze in Bielefeld und möchte vernünftig rechnen, dann wähle ich sinnvollerweise eine Basis, die so aussieht, ein Vektor zeigt aus der Erde raus senkrecht, ein Vektor zeigt entlang eines Breitenkreises, in welche Richtung jetzt auch immer, ost- oder westwärts, und ein Vektor zeigt entlang eines Längenkreises. So werde ich sinnvollerweise eine Basis wählen und ich werde nicht die Basis so wählen, obwohl ich das tun könnte, aber das wäre ein bisschen ungeschickt zu rechnen. Da hat man dann mit Basen zu tun. Man wählt die Basis so, dass man vernünftig rechnen kann. So und so viel mal den, so und so viel mal den, so und so viel mal den Vektor, dass das Ganze einfacher wird. So kommen dann die Basen in der Praxis vor. Offensichtlich ist das hier eine sehr praktische Basis für die Polynome. Ich hätte auch eine andere nehmen können. Das machen wir vielleicht noch mal gerade. Geben Sie noch eine andere Basis an. Was wäre eine andere Basis? Es gibt unendlich viele. Das lasse ich Sie mal gerade alleine machen. Schreiben Sie mal eine andere Basis hin für denselben Vektorraum. Nochmal zur Analogie mit Pfeilen. Die übliche Basis für den R3 wäre diese hier. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, die nennt sich die Standardbasis. Das ist die Basis, die Sie kennen und lieben sozusagen. Die Vektoren in x, y, z Richtung mit Länge 1. Aber ich kann ja auch eine andere Basis nehmen. Nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, jetzt muss man vorsichtig sein beim dritten. 1, 2, 1. Da müsste man jetzt nachdenken, dass man nicht zufällig einen erwischt, der ungeschickt ist. Jetzt müsste ich mir nämlich was überlegen, wenn ich hier den dritten hinschreibe. Was muss ich mir für den dritten überlegen? Ich kann hier nicht beliebig was hinschreiben. Als drittes Basiselement. Was muss der erfüllen?
Genau, er muss neue Informationen haben, er darf nicht in der Ebene von diesen beiden liegen. Was zum Beispiel falsch wäre, wenn Sie nehmen 5, 7, 9. Dann haben wir schon verloren. 1 plus 4 ist 5, 2 plus 5 ist 7, 3 plus 6 ist 9. Das würde schon mal nicht hinhauen. Ich brauche einen, der nicht in der Ebene liegt. 5, 7, 10 wäre jetzt die böse Art. Der liegt nicht in der Ebene, der liegt offensichtlich dann quer dazu. Das würde auch funktionieren. Also wenn Sie eine Basis haben, können Sie locker unendlich viele andere hinschreiben. Den Trick kann man hier natürlich auch verwenden. Also als Vorschlag kam eben, wir nehmen einmal eine Zahl. Das ist natürlich ganz einfach. X hoch 4, 42 x hoch 3, x Quadrat, x hoch 1, x hoch 0. Eine neue Basis, na toll. Das hätten wir auch anders hingekriegt, sicherlich. Oder nehmen Sie hier nicht x Quadrat, nehmen Sie hier x Quadrat minus 13x plus Pi für den hier. Dann geht es auch immer noch. Die liefern jeweils sozusagen neue Informationen. Wie man sowas dann tatsächlich nachrechnen kann, sehen wir dann mal später. Aber erstmal geht es mir um den Gedanke, dass das auch eine Basis ist. Eine andere Basis. Interessante Frage. Was ist, wenn ich x, 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 x und 1 nehme? Vorsicht, gut, dass die Frage kommt. Vorsicht, Vorsicht, nein. Ich darf diese x ja nur mit Zahlen multiplizieren. Ich darf sie nicht mit x multiplizieren. Ich darf auch diese beiden Vektoren nicht multiplizieren. Stellen Sie sich vor, hier im Dreidimensionalen, Sie nehmen jetzt diese, dann bilden Sie ja nicht das Produkt von diesen Basisvektoren. Das ist ja eine ganz andere Schiene. Wir haben sowas wie Skalarprodukt oder so, aber dann kommt natürlich da gar kein Vektor mehr raus. Also erstmal bilde ich nicht das Produkt von Vektoren. Ich bilde immer nur das Produkt Zahl mal Vektor, Zahl mal Vektor. Kein Produkt von Vektoren. Insofern geht das hier nicht. Sie dürfen hier diese Vektoren nicht miteinander multiplizieren. Erstmal. Offensichtlich kann man bei Polynomen sowas tun, aber das ist nicht das Produkt im Sinne der Vektorrechnung. Das Produkt im Sinne der Vektorrechnung ist, dass Sie 42 mal x rechnen oder 13 mal den nehmen. Das hilft uns aber nicht. Hier haben Sie viermal denselben hingeschrieben und Sie dürfen auch nicht multiplizieren. Also immer nur mit Zahlen multiplizieren. Das ist die Multiplikation bei Vektoren. Alles andere ist alles andere. Skalarprodukt, Vektorprodukt und das Produkt von Polynomen. Auch das sind Produkte, aber keine Produkte von Vektoren. Vektoren multipliziere ich erstmal nur mit Zahlen. Alles andere ist alles andere. Es gibt verschiedene Arten der Multiplikation. So sollte ich das nochmal sagen. Vielleicht nochmal zusammenfassend auch schon. Weil Sie haben in der Physik schon ganz viel gesehen, was das angeht. Das Produkt, was Vektoren erstmal können, ist dieses hier, das Produkt mit Zahlen. Darum geht das. Na? Es geht erstmal nicht um andere Produkte, zum Beispiel das Skalarprodukt. Das ist eine andere Sorte an Produkt oder das Vektorprodukt. Auch das ist eine andere Sorte an Produkt. Um die geht es erstmal nicht. Oder das Produkt zweier Polynome. Um die geht es erstmal nicht. Wenn von Vektoren die Rede ist, geht es um dieses Produkt erstmal. Das andere hier ist Sonderausstattung. Es gibt einige Vektorräume, die ein Skalarprodukt haben. Es gibt noch weniger Vektorräume, die ein Vektorprodukt haben. Oder Vektorräume, die ein Produkt dieser Art haben. Das ist Sonderausstattung. Andere Sorten an Produkten, die nicht durcheinander bringen. Das ist erstmal das Produkt, um das es geht bei Vektoren. Mal Zahl. So, jetzt gab es eben noch die Frage Einheit, physikalische Einheiten, das passt hier sehr gut. Wenn Sie physikalische Vektorräume haben mit Einheiten, dann haben alle Vektoren dieselben Einheiten. Eine Art, wie man das machen kann, wie sowas entstehen kann, ist dann zum Beispiel 2 Kilogramm, 1 Kilogramm, 3 Kilogramm, das ist vielleicht blöd, Kilogramm kommt bei den Physikern dann an der Stelle nicht vor, sagen wir Meter. 1 Meter. 2 Meter, 1 Meter, 3 Meter, 3 Meter, 1 Meter und so weiter. Oder überall Meter dran schreiben. Sowas sehen Sie dann in der Physik. Überall Meter, nicht plötzlich Quadratmeter oder ähnliche Geschichten. In einem Vektorraum, in demselben Vektorraum, sind es dann lauter Metervektoren und nichts anderes. Was man theoretisch machen kann, das schätzen die Physiker nicht so gerne, aber es geht rein theoretisch, dass Sie die x-Komponente in Metern haben und die y-Komponente in Kilogramm und die z-Komponente von mir aus in Joule, na, oder was haben wir noch schräg dazu, sagen wir in Coulomb,
Rein theoretisch würde sowas gehen in der Mathematik, aber das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, weil das verwirrt Sie nur in der Physik. Also typischerweise Vektoren immer grundsätzlich alle Komponenten, alle Vektoren eines Vektorraums mit denselben physikalischen Einheiten dahinter. Das ändert sich, sobald man hier diese Spirenzchen anfängt. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, sagen wir doch mal den Zusammenhang hier in der Physik. Wo sehen Sie in der Physik das erste Mal das Skalarprodukt? Wo haben Sie es das erste Mal gesehen? Bei welcher Rechnung? Bei der Arbeit. Kraftvektor mal Wegvektor sollte die Arbeit sein. Geleistet oder reingesteckt, wie auch immer, überlasse ich den Physikern. Da taucht das erste Mal das Skalarprodukt in der Physik auf. Dann haben Sie natürlich den einen Vektor hier in Newton und den anderen Vektor haben Sie in Metern und das Ergebnis haben Sie in Joule, Joule. Das sind im mathematischen Sinne dann nicht mehr ganz dieselben Vektorräume. Da geht es dann durcheinander plötzlich mit dem Skalarprodukt. Das Vektorprodukt sehen Sie bei Drehbewegungen gerne oder bei Flächenberechnungen. Ich werde es Ihnen hier wahrscheinlich in dieser Veranstaltung eher mit Flächenberechnungen servieren. Wenn Sie das veranstalten, welche Einheit schreibe ich beim Ergebnis hin? Ja, genau, Sie kriegen dann also tatsächlich hier Vektorkomponenten in Quadratmetern. Ich starte mit so und so viel Meter und hier kriege ich Quadratmeter, ein Vektor, dessen Komponenten die Einheit Quadratmeter haben. Das sieht total komisch aus, ist es auch, aber funktioniert. Das ist der nächste Schritt. Erstmal haben die Vektoren alle dieselben Einheiten in allen Komponenten. Und sobald dann diese anderen Produkte kommen, wird das Ganze etwas fieser. Aber eigentlich nichts Überraschendes. Das mit den Quadratmetern ist ja vielleicht überraschend, aber wenn Sie es einsetzen, ausrechnen, ist doch klar, es müssen Quadratmeter sein. Setzen Sie es in die Formel ein, dann kriegen Sie Meter mal Meter.